Moin Moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Liebe Leute, neue Runde wieder vom LS 22 Wild West. Ich muss abfahren. Mein Sohn ruft um Hilfe. Er ist gerade voll. Fast voll. Und damit wir weiterhin es schaffen, dass nur einmal ein Drescher für 5 Sekunden auf dem Feld stillstand. Und tatsächlich denn vielleicht die vom Kursball veranschlagten 1 Stunde 10 Minuten mit dem Feld gut chillen kommen. Kommen wir dazu, ne? Ja, Geld sammeln wir noch. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Was der Raps später auch einen Ertrag bringt. Noch stecker ein bisschen mehr Geld drin. Dann haben wir noch ein Weizenfeld. Theoretisch könnten wir auch wieder Stroh hier pressen lassen, aber da bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Da wir schon einmal so eine mega krasse Beinaktion hier gemacht haben, glaube ich, reicht das für den LS22. Alex, danke dir für den 6. Monat. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Da wird schon immer wieder ein bisschen Stroh. Danke dir für den Support. Vielen Dank. Wo warst du denn zuletzt beim Drescher 2, 3, 4? Im ersten war ich ja gerade. So, der letzte ist leer. Nummer 3 ist. Auch gleich leer. Übernimmst du wieder alle? Doch. Ich will die John Deere Flotte weiter vorbereiten. Wieso du? Übernimmst du wieder alle, habe ich gefragt. Ich möchte die John Deere Flotte vorbereiten. Das wer sei, wer hier macht hier Regeln? Und wer hält die Regeln ein? Ich denke auch, den Rest müsstest du eigentlich fast mitkriegen alleine. Lass den Überladewagen hier nochmal stehen, aber eigentlich müsstest du es alleine.
schaffen. So, und ich werde mal hier drüben Kursplay kalkulieren mit den ganzen John Deere Mähdrescher und die passend hinstellen. Jemand wird gespeichert. So, genau. Also jetzt nochmal Kursplay kalkulieren. 13,50 Meter. Wir sind 3 auf 1, weil man kann maximal 5 machen. Und das bringt uns nicht so richtig voran hier. Also wir machen 3, dann machen wir 2 mal 3. Anzahl Vorgewinde machen wir 1. Wir starten auf Vorgewinde, machen scharf, Uhrzeiger sind Beta und so weiter. Ein Probet mal 4. F14, Dreschen 3 mal 13. So, er wäre also erster W-Punkt, ist dann hier. Er wäre links 1. Er wäre Mitte. Und er wäre rechts 1. So, ich lasse die Rapsdrescher zumindest noch vorne noch um die Ecke fahren. Zwischenzeit machen wir 3, 4 und 5 fertig. 4, 5 und 6, so rum. Drinne. So, 14 Kurslan zurück. So, der wäre der nächste Wegpunkt. Und dann müssen wir erstmal gucken, wo wir ansetzen können. Ich würde sagen, dass wir das hier machen. Aber der führt in die Richtung. Macht keinen Sinn. Das hier machen. So, links 1. Hier irgendwo sein, ne?
fertig. Jo, dann ist die John Deere Flotte auch passend vorbereitet. Dann brauchen wir hier nur einen Silberladewagen. Brauchst du noch Abfahrhilfe? Ne. Hm? Sicher? Ja. Ja, das ist fertig, ja. Genau. Geht es schneller ab als er hier, als der Mähdrescher. Oh, haben wir effektiv gearbeitet, das kann man sagen. Tatsächlich, wie gesagt, ne, nur ein Mähdrescher stand einmal ganz kurz. Und das bei so einem großen Feld. Ja, aber wie gesagt, ein Mähdrescher stand einmal ganz kurz. Ja. So, hier mal kurz ein bisschen tanken. Eigentlich weiter zum Weizen. Ich meine, das machen wir beim nächsten Mal. Das wollen wir heute nicht mehr machen. Weizen auf der 13. Haben wir ja keinen Weg dahin. Darauf hatte ich vorhin geantwortet, Sascha. Und ob du dann schon wieder weg warst oder was, habe ich drauf geantwortet. Jetzt haben wir aufpasst.
Wo irgendwelche Helfer ja noch aktiv sind, ne? Die Abfahrer. Macht doch keinen Sinn, was du da machst. Da arbeiten wir heute eh nicht mehr. Da arbeiten wir heute gar nicht mehr. Feierabend. So, ein bisschen Saatgut machen. Wraps wollen wir heute essen. Da ein bisschen Fleisch schneiden, anbraten. Ein bisschen Gemüse dazu. Diese Mozzarella, wie auch immer. Zwiebeln. Nicht reparieren, die fahren für Feld 13, im nächsten Weizenfeld. Feld 14 ist jetzt noch Weizen, Feld 13 ist noch. Feld 14 ist Raps und 13 ist Weizen. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Aber wenn wir da wieder so effektiv arbeiten wie heute, ja, schaffen wir was. Wir haben auch schon Raps gemacht, jetzt hier drüben. Lief gut. Beim Raps ist es tatsächlich so, dass man ja, auch mit 6 Meter schon locker zurechtkommen sollte. Mit einem, dann halb abfahren. So. Aber Weizen wird man wieder nur mit 4 Meter schon. Ich kann mal es parallel laufen lassen, ohne dass man selbst dabei ist, aber. Ja, wir müssen nur gucken, dass unsere Getreideabfahrer leer werden. Also die Gerste-Abfahrer, die jetzt hier waren, die müssen ja leer sein. Aber eine Portion im Überladewagen. Dass ein Träger mit Anhänger vielleicht nochmal los kann. Kann auch sein, dass der LKW wieder irgendwo steht und nicht ablädt. Vielleicht guckst du einmal kurz durch, ob der LKW fährt. Weil die sollen dann natürlich zum Rapsfeld fahren. Und da brauchen wir sie als nächstes. Ich könnte auch sagen, die beiden Trecker fahren zum Rapsfeld abfahren und der LKW ist Abfahrer beim Weizenfeld. Aber dann bräuchten wir Maserbin wahrscheinlich eher im Weizen und nicht im Raps. So ist wieder Stau. Ja, sag mal für Geldnachschub. Den letzten Anhänger hast du? Ja, okay, läuft. Gut. Wir schon. Ja, gerade eine Fünferkalkulation würde ja gehen. Eine Fünferkalkulation könnten wir schon machen, indem wir 3 John Deere nehmen und 2 Glas. LKW machen wir 13. Noch 13 Nord. Da, wir lassen das da. Ich weiß jetzt nicht genau, was am meisten Geld gibt. Da müssen wir nochmal schauen.
Aber einen Trigger mit Anhänger brauchen wir noch mal. Ja, auf dem Feld war ja Raps. Auf diesem Feld wäre ja Raps. Zimmer Weizen. Oh, was dann da eigentlich? Erntereif auf der 17. Im übertrieben größten Feld im LS. Nicht laut. Ja, Feld 17 wäre auch Raps. Auf Feld 17 ist einfach unglaublich, ne? 840 Hektar. Das Feld kostet 20,9 Millionen, also 21 Millionen Euro. Das wird wohl nichts, selbst wenn wir sämtliches Land verkaufen, was wir besitzen. Obwohl das Feld ist 5 Millionen wert, aber guck mal, wenn wir das Feld tatsächlich verkaufen, dann könnten wir vielleicht noch die 42 schaffen. Aber das wissen wir erst beim nächsten Mal. Kommt drauf an, wie viel Ertrag jetzt unser Rapsfeld 14 und wie viel Ertrag Feld 13 tatsächlich bringt. Ich weiß auch gar nicht, die 12. Naja, die sieht noch nicht häckselbar aus hier. Der Mais hängt noch ein bisschen zurück. Naja. Gut, liebe Leute, dann war es das für heute, für den kleinen Nachmittag. Ich danke wieder fürs Reinschalten, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend, schönen Start ins Wochenende und gerne morgen Abend spätestens im Multiplayer wieder dabei sein. Ne? Bis dahin, oh, schönen Freitag. Bis dann und tschüss.